Wir kommen bereits zu den Gewinnen. Und wir sind sehr glücklich auch für Solothurn, dass wir einen Solothurner haben als Gewinner. Und das ist die Firma Xovis und das ist David Studer mit seinem Team. Er ist hier aufgewachsen. Stimmt, habe ich richtig herausgefunden, oder? Gut, darf ich das Team bitten, nach vorne zu kommen? Sie alle waren schon in Kontakt mit seinem Produkt, nur haben Sie es nicht gemerkt, oder? Weil das Produkt eigentlich nicht sichtbar ist, aber gesehen haben Sie es schon, erlebt haben Sie, wenn Sie in letzter Zeit mal am Flughafen in Zürich waren. Okay, hier ist das Produkt und der Rest macht jetzt David Stude für uns. Bitte. Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich begrüßen zur Vorstellung unserer Firma Xovis AG. Wir kämpfen gegen die Warteschlange. Die Bevölkerung wächst und wächst. Gleichzeitig werden wir immer mobiler. Wir reisen immer mehr und mehr. Und das führt zu Engpässen in der Infrastruktur des öffentlichen Raums. Ich möchte Ihnen das Problem am Beispiel Flughafen erklären. An einem Flughafen haben Sie verschiedene Prozessstellen, die Sie als Flugpassagier bewältigen müssen. Das ist Sicherheitskontrolle, Passkontrolle, Check-in, Gepäckabgabe und so weiter. Durch die limitierte Infrastruktur entstehen an diesen Prozessstellen lange Wartezeiten. Und dies führt dann dazu, dass wenn Sie zum Beispiel von einem Flug auf den anderen umsteigen wollen, dass sie den Flug verpassen. Überhaupt ist das gesamte Flugsystem, die ganzen Flugpläne sind eigentlich auf vernünftige Wartezeiten ausgelegt. Wenn die Wartezeiten zu hoch sind, explodiert das ganze System. Die naheliegendste Lösung ist die effiziente Nutzung der bereits bestehenden Infrastruktur. Diese Nutzung muss optimiert werden. Dazu messen wir den Passagierfluss mit Sensoren. Wir berechnen Wartezeiten und anschließend machen wir eine aktive Personenflusssteuerung. Das heißt, wir schalten Ampeln rot, grün. Wir steuern Signale, ändern Signalisationen von einer Richtung in die andere Richtung und steuern so den Personenfluss durch den Flughafen. Jetzt möchte ich Ihnen unser System mal live zeigen. Wir befinden uns hier am Flughafen Zürich. Sie sehen eine Rolltreppe. Die roten Punkte sind Personen, einzelne Personen. Wir können jede einzelne Person die Bewegung analysieren. Dabei ist das System aber vollständig anonym, datenschutzrechtlich. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, auf die Identität der Person dann zurückzukommen. Wir analysieren nur die Bewegung. Daraus berechnen wir anschließend Wartezeiten. Hier befinden wir uns in einer Sicherheitskontrolle. Sie sehen die grüne Linie, da können wir Übertritte zählen. In der gelben Zone bestimmen wir, wie viele Leute sind in der Zone, wie lange halten sie sich in dieser Zone auf und können so dann die Prozesse optimieren. Das ist jetzt ein Beispiel einer Wartezeit. Wir sehen die Kurve, eine Wartezeit über den Tag, die Spitzen der Wartezeit, das kann der Flughafen auch nutzen, um dann die ganzen Prozesse zu optimieren, um diese Spitzen zu vermeiden. Wir können auch sehr gut zählen und entsprechende Statistiken darstellen. Unser System für die Personenflusssteuerung besteht aus einem Vision-basierten Sensor und aus einer Software, mit der wir die ganze Analyse durchführen und steuern. Es ist hochgenau, skalierbar, wie erwähnt, anonym, datenschutzrechtlich anonym, das ist insbesondere für den deutschen Markt sehr wichtig. Und wir können in Echtzeit Signalisationen steuern. Das Team, ich bin David Studer, dann haben wir Markus Herrli, er ist für die Technologie zuständig. Wir haben Christian Studer im Verkauf, wir haben Martin Wüttrich für die Software und Jörg Schwarzenbach unterstützt uns, indem er die richtigen Fragen stellt. Wir haben auch Projekte
am Flughafen Zürich, am Flughafen Frankfurt, am Flughafen München und am Flughafen Stuttgart. Jetzt bleibt mir noch zu danken. An erster Stelle natürlich der Devigier-Stiftung für diesen tollen Preis. Dann möchte ich auch der Berner Fachhochschule danken, die uns unterstützt. Wir haben ein KTI-Projekt mit der Berner Fachhochschule. InnoBe Bern ist unser Firmensitz und nicht zuletzt am Flughafen Zürich. Ohne eine Testumgebung mit tausenden Personen täglich wäre diese Innovation nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank. Schickt's denn, gell? Ja, ist gut. Er macht eine Kapitalerhöhung, wenn er noch will, oder? Also. Wo ist der Fotograf? Der da. Ah, dort? Ist gut, also. Komm, hey, Paul. Ist gut. Also, gratuliere. Wie geht's mit Hamburg? Ja, jetzt sind wir in Verhandlungen. Gut. Also. Merci.